Eins, zwei, drei. Genau. So, wir kommen gleich zurück zu Pokémon Puzzle Leech. Und das, so wie ich das sehe, dürfte das eigentlich gar nicht so schwierig sein. Ich drehe das mal, so wie ich das gerade, okay. So hatte ich das nicht gesehen. So und so. Nee. So und so. Na, auch beinahe, aber auch nicht ganz das Wahre. So. Und so? Nee. Könnte das hinhauen? Auch nicht ganz. Es ist doch schwieriger, als es aussieht. Ist, wenn ich das so seitlich raushaue und das irgendwie so, das ist kompletter Schwachsinn. Es ist auch kompletter Schwachsinn. Nee. Haha! Das geht sicher bestimmt auch irgendwie anders, aber so ging es auf jeden Fall mal. Ja, man hätte zuerst das unten auflösen können und dann das, so wie ich das gemacht habe, überhaupt. So hat es funktioniert und ja, so lasse ich das auch. Also, warte mal. Dann muss ich in der 5er wieder zusammenkriegen. So. So. Nee. So. So. So und so. Was dann denn alles klärt? Das ist so. Gerade noch gesehen, das klappt gar nicht so. Warte mal. Vielleicht in die andere Richtung dieses. Vielleicht muss ich dieses L wieder in die andere Richtung. Warte mal. Wie geht das am. Warte mal. Nee. So. 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 Dann habe ich einen Zug zu wenig. Für das, was ich wieder machen wollte. Nee, so klappt das garantiert nicht. Komm doch, kriegt man sicherlich irgendwie wieder eine 8er zusammen. Ich bin gerade zu blöd, das irgendwie hinzukriegen. So, so und so. So. Eieiei, warte, wie hatte ich denn das denn vorhin? So, so und. Ich hatte doch vorhin gerade irgendwie eine 5er. Wie habe ich denn das gemacht, dass da vorhin gerade eine 5er entstanden ist? Ist jetzt ganz blöd. Nein, das ist es aber. Das klappt jetzt irgendwie so ähnlich. Ja, mir fehlt nur irgendwie der Durchblick. So. So. Und so. Nein, da ist ein grüner Block am Arsch der Welt. Ja, dreh dieselben Blöcke. Das bringt sich's. Das hat sich schon immer gebracht. Jetzt glaubst du, wie hatte ich das L? Warte, ich überlege gerade, wie das L ausgesehen hat. Sehen wir so ausgesehen haben. So, so.
Warte. So. So. So und so. So und warte mal. So und so. Nee. So und so. Nee, so. Und. Ich bin zu blöd für das Ganze hier. Wenn ihr jetzt denkt nach, das hier, dann das hier, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Warum klappt das nicht? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen. Was mache ich jetzt? Bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann bleibt mir wieder ein Block über. Das hat doch gerade irgendwie so komisch geklappt, dass da eine 5-Ein-Kombo in diese Richtung entstanden ist. Und ich fuchte mit den Händen herum, obwohl ihr nicht seht, was ich meine, aber egal. In diese Richtung kommen. Doch, da kann man sich sehr viel vorstellen, wenn ich hier ohne Facecam unterwegs bin. Nein, der sitzt im. Oh, jetzt bin ich ein Depp. Ja, hau, Game Over. Sehr interessant. Ah, ich wollte da. Ich dachte, ich hätte da irgendwie einen Zug mehr, aber irgendwas sagte mir, dass ich dann doch keinen Zug hatte. Warte mal, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus, aber es klappt trotzdem nicht. Wie baue ich jetzt am besten ein L zusammen? Ich hau das hier da runter. Und bin im Arsch. Ich hau das hier darüber. Ich hau das hier darunter. Hau den da dahin. Dann fällt wieder alles ein Stück. Dann habe ich das. Und das da. Ernsthaft, wie hatte ich das? Ich hatte da vorhin ein L oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Ach, Mello. Kann's doch nicht sein. Warte, ich stopp kurz den Part, nicht, dass das wegen diesem hier so lange dauert. Ich glaube, ich hab's jetzt. Nein, doch nicht, okay. Ich dachte es gehabt zu haben, aber anscheinend auch nicht. Alter, was will dieses Level von mir? Komm, das machen wir jetzt ein anderes Mal. Wir gehen zum nächsten über. Bevor ich hier den ganzen Part verschwende. Nee, wartet. Ich habe 3 Züge. Ich habe einen. Einen zweiten. Ich habe einen dritten. Das bringt aber nicht viel. 1, 2. Bringt auch nicht so viel. Und das ist ja wieder so ein Suki-Level. Wo ist wieder 100.000 Fisch? Warte mal, passiert da irgendwas? Nee. Nee. Das sieht gar nichts, wenn ich das mache. Da passiert auch nichts, wenn ich das mache. Also die 2 zu drehen war komplett unnötig.
diese zwei hier drehen und dann das hier. Löst zumindest eine Kombination aus. Das hier drehen und das hier drehen. Löst schon mehrere Kombis aus. Aber es ist noch knapp falsch. Aber es ist so ähnlich. Man muss das Feuer darüber drehen, das Feuer darüber drehen, dann das. Ja, weil dann sind die Feuer richtig und das Ganze ergibt auch einen Sinn. Stufe geschafft. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Hey, wie geil ist das? First try. So wollen wir das doch sehen. Nicht wissen, wie es funktioniert. Einfach mal irgendwas verschieben und es funktioniert gleich. Das war mal ein Supi Level. Okay, das war zu einfach. Da wollte ich es mir gerade zu einfach machen, das Level. Aber das klappt. Ja. Alles klappt, wenn man ein bisschen rumprobiert. Ja. Und irgendwann klappt natürlich auch das eine Level, was jetzt noch nicht klappt, aber warte mal, ich hab da noch eh noch einen. So. Okay. So? Nee. Irgendwas muss ich hier, glaube ich. Und dann ist das raus. Das da rein. Nee, aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich müsste dann wissen, was ich auflösen muss. Das nicht. Das auch nicht. Warte mal. Warum nicht einfach so? Warum nicht die zwei blauen zusammenbringen? Also die drei blauen. So, jetzt haben wir wieder so. Das. Na, warte mal. Das ist ja eh schon fast. Nee. Das sind 5 und das sind 2x5. Oh. Das ist ja die totale. Muss ich erstmal irgendwie 5 kombinieren. Und dann mit einem Zug mehr die restlichen. Also hier. Und hier. Und zwei Dreier geht es nicht. Ich brauche 2 Fünfer. Das ist knifflig.
Frage ist auch noch, muss ich die 5 in Form eines Ls oder in Form einer Geraden auf dem Boden? Ich schätze mal in Form eines Ls, so wie es meistens der Fall ist. Da habe ich ja dann das Problem, dass es mit dem anderen nicht geht. Also würde das ja funktionieren, aber der bleibt der Rest auf der Strecke. Und umgekehrt genau dasselbe. Da bräuchte ich dann nämlich 2 Züge. Nein! Ja, das wollte ich doch nicht. Ich wollte B drücken, nicht A. Heieiei. Das ist jetzt ein guter Ansatz. Aber leider fehlt da dann die richtige Umsetzung. Ansatz ist ja schon ganz gut. Will denn das schon wieder gehen? Ach. Das ist überfallen. Ja, fast geschafft, bringt mir nichts. Dieses Muster hatte ich auch noch nicht. Was mache ich jetzt daraus? Ja, kaputze. Bin gar nicht. Das kann es doch nicht sein. So, das lassen wir auch raus. Machen wir es so. Also da kombiniert sich das. Aber die gelben, also da darf immer keine 5er. Es darf nur irgendwie eine 3er werden. So ähnlich.
So. Ähnlich. Kombiniere ich was? Das will ich nicht. Hab eine Idee. Eine funktionierende Idee. So. So, Stufe 25. Ja, dann machen wir noch eine. Eins. Zwei. Drei. Vier. Du bist ein Trottel. Eins, zwei. Geht auch nicht. Eins, zwei, drei. Genauso. Ach komm, machen wir es jetzt noch bis zur 30. Der Part ist zwar schon über 20 Minuten, aber wir machen es jetzt noch bis zur 30. Mal sehen, wie viel wir davon schaffen. 1, 2, 3, 4. Warte. 1, 2. Das klappt aber irgendwie so. Das klappt ganz sicher irgendwie so. Ich wollte mich doch jetzt mal kackeiern, oder? Es ging nicht so einfach, wie ich es mir gerade machen wollte. Weil sich da so ein Spielstein denkt, nee, das geht nicht so. Das geht so. Nein, das geht nicht so, weil dann krieg ich mit den Blauen keine Vierer zusammen. Eins, zwei, drei, vier, ja. Bringt aber gar nichts. Und so genauso wenig. Eins. Zwei. Drei. Drei, vier. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4. Sind auch schon wieder los. Die sind jetzt alle so scheiß schwierig, dass man die nicht packt. Auf zum nächsten. Eins, zwei, drei. Das ist wiederum sau einfach. Das sieht man sofort, was man machen muss, und man hat's. So, jetzt noch die 29 und die 30. Und dann beschäftigen wir uns im nächsten Part, wie wir das halbwegs hinkriegen, dass das auch irgendwie funktioniert mit den anderen. Hey, das klappt ja beinahe so, wie ich das geplant habe.
Ja. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Wow. Da tut sich zwar auch was, aber nicht viel. Eins, zwei. Drei? Drei? Nee. Zwei, drei. Das ist es ja beinahe. Eins. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich's. Und jetzt noch die 30. Und dann machen wir im nächsten Part die, an denen wir gescheitert sind. Wenn sie jetzt nicht auch noch an der scheitert. Eins, zwei, oh, das Baller. Eins, irgendwas raus, was nicht gleich eine Kombination auflöst. Ah, bitte. Dann drei rote. Wie kriege ich die zusammen, ohne dass ich irgendwas anderes kombiniert? Egal was ich mache, es kombiniert sich immer irgendwas. Muss ich schon fast irgendwas runterhauen, damit nichts kombiniert. Geile Sache. Hauptsache es hat funktioniert. So, dann sehen wir uns im nächsten Part bei der 19. Bei der 24 und bei der 27. Also, bis dann und auf Wiedersehen. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüner Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte in blauer Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr mich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Black Shadow Drybones klickt, könnt ihr zu meinem Zweitkanal, in dem ich Real-Life-Videos drehe. Und ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin einer von den Drybones. You cannot kill what is already death.